Dann sag doch, dass du trinkst oder isst oder was auch immer. Hallo, da sind wir wieder. Das lassen wir drin, ne? Ich lasse es drin, ja. Ich habe gerade die Flasche eingesetzt, um noch einen Schluck zu trinken. Guck mal, ich habe Markus gefragt, ob er fertig ist mit Schlucken. Und da sollst du eigentlich wissen, dass ich auch... Und ich habe auch noch angezählt. Ja, aber da war ich gerade noch am Trinken währenddessen. Egal, wir geben uns in die tiefen, feuchten Tiefen. Was denn? Die Steuerung vergessen. Ich werde die schon wieder finden. Ich glaube, die ganzen Sachen passen so noch, wie ich hier habe. Hier. Irgendwie immer. Habe ich ihn inzwischen? Nee. I'm back. Wie bist du jetzt schon fertig? Wie ich jetzt schon fertig bin, das ist einfach. Einfach so reinrushen. Okay, wir haben jeden Turm, wir haben jeden Turm. Gut. Okay. Ach ja, diese wundervolle, schöne Map. Wundervoll und schön einzeln nennen, das ist... wunderprächtig, hast du das gesagt. Das eine Wasser kasselt, das andere nicht. So, nicht mehr an die Steuerung gewöhnt. Du hast die Türme. Platzier die mal irgendwie strategisch. Dann haben wir gleich die 6er Batterie da, wa? 3er. Ne, 6 sind's. 6 was hier? Da, wo du rumhüpfst und hier. Ach, ach da, und da und hier. Eigentlich sogar 7, wenn man es so sieht. Ach, die einzelnen Flecken hier? Ja. Markus, okay. Ach, okay. Die hätte ich jetzt nicht unbedingt nochmal. Ich wollte hier eigentlich dann Ampeln stellen mit. Wo ich stehe. Gelb. Ja, eine Ampeln, ja gut. Ich würde dann 5, 6. Allerdings, Türme mit erwischen. Ja, aber wenn wir hier einen Turm hinstellen, dann laufen die Missers außen rum. Muss ja nur ein normaler Basisblock sein. Ach so, ja, gut. Also was, wohin? Nur da ein Basisturm oder von mir aus auch ein Minenspender, wie du willst. Dahin? Hm? Warum genau? Weil das hier eine Absenkung ist, die Gegner laufen da durch. Wenn da ein Turm steht, müssen die um das Grünzeug drumherum laufen. Kommt, tut mir weh. Ja. Kommt, tut mir weh. Paff, this'll do it. Okay, und den Amp nach hinten? Also da oder wie? Ja, hier. Oder eher hier, da. Ja, oder hier. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir die ganzen, dass wir die 6 Plattformen hier nutzen. Wenn wir da jetzt was hinstellen, dann nutzen wir die 6 Plattformen alle nicht mehr. Ach, ich merke, ich höre schon, da ist wer voll leisig. Was? Hm? Das Klo schreit. Ja, immer noch, das hat's schon mal getan. Mhm. Oh Mann. So gut, also. Ich persönlich würde die Ampieren setzen. Oder doch ein. Ja. Nee, doch da. Ich genau. Hätte halt hier oder hier hingestellt, weil dann erwischen wir die 2 Türme hier nur. Gut. Dann haben wir insgesamt 7 Türme, die wir mit der Amp verstärken. Und das ist schon. Weil mit der Range. Na gut, rein würde ich passen. Ich glaube, die Amp hat 2,5 Max Range. Nein, ich meine die Range von den anderen Türmen. Jo, machen wir die mal hier vorne irgendwo hin. Gabi? Wieso ich? Weil du die Türme hast. Mann, ey. Stimmt, ja. Da war ja Mama, was. Mach mal. Tu mir mal hier weh. Was da soll genau hin? Einfach eine Basis und dann kann Markus den Turm selbst drauf tauchen. Danke. Das hätte ich, hätte aber nicht unbedingt sein. Ja, ich hab, noch ich hab keinen Amturm, also. Ja, ich hab schon platziert. Na, meine ich ja.
So, lass mal überlegen. Aber einfach nur ganz ehrlich, was ich mir wirklich gedacht habe. Hm? Wenn man diesen Block hier nämlich nicht stehen hat, den hier, wo ich den Minentor mit stehen habe, dann laufen die ja eigentlich hier innen an diesen drei Blöcken hier vorbei, so etwa. Wenn du das so machst, laufen die hier außen vorbei und die ganzen Blöcke sind denen scheißegal. Naja gut, das sind dann aber ein paar mehr als drei. Wenn sie unten, wenn sie links laufen, laufen sie an mehr Türmen vorbei. Tun sie das? Wir kommen doch am Ende eh von allen Seiten. Wir werden eh erstmal, das erste Mal werden wir wahrscheinlich irgendwie verrecken, das zweite wird dann gut sehen. Übrigens, erst bauen wir vielleicht neben am Abend noch irgendwo einen Turm hin, dass man... Dann nehmen wir einen Turm hier, das hier zu ist. Gut. Ja. Ja, ich glaube, das ist besser. Und dann einfach Gatling oder so drauf für den Anfang. Kann ja, dann mussten mir erstmal Simon meine Punkte wiedergeben. Achso, ich meine, ich habe einen Streulaser, so ist es nicht. Den kann ich auch drauf packen. Der ist, glaube ich, so ein Stück weit stärker als die Gatling. Hatten wir das nicht ausgerechnet irgendwie? Ja, der ist ein ganz kleinen Tick stärker, lässt sich dafür allerdings nicht kontrollieren und ist billiger. Pack halt hin. Ja, du musst Platz. Achso. Ja. Oder, ne, da vorne, ja. Ja. Und dann sieht toll aus. Laserharfe. Ja. Kobi hat Geld geklaut. Hab ich gar nicht. Ist 380. Nein, wir sind noch nicht fertig. Du gibst erstmal dein Geld aus. Ja, wohin denn? In irgendeinen von den beiden. Vielleicht in die Arm schon mal rein, dann haben ich wir kann die auch einen dritten Turm setzen vielleicht. Kannst du auch, ja. Ich habe ja noch eine Plattform. Stimmt, das haben wir auch noch. Ja, dann überlege ich gerade. Gatling oder sowas dazu, wobei jetzt sind Schwämme. Kannst ja da unten vielleicht machen, dann haben sie ein paar Blöcke mehr zum Laufen. Also hier hinzupacken? Hm. Da laufen sie dann auch direkt vorbei. Eben. Oh, jetzt nehmen sie einen anderen Weg. Ja, eben. Du, egal. Dann halt nur... Ach, dann packt er die Minen drauf. Achso, und die eine Mine... ich hab keinen Bock, sie zu platzieren. Die kannst du platzieren. Gut. Ja. Hör auf, immer bereit zu machen und wieder nicht bereit zu machen. Wir wissen's. Gut, ich glaube, dann wären wir soweit, hä? Moment. Quetsch mal die Schwämme mal aus. Oder nee, das ist ein Wackler. Okay, get ready. Kamen wir hier hoch? Mhm. Ich mag die Musik in dem Klavier. Ach komm, jetzt habe ich mich hier oben so schön platziert, das bringt gar nichts. Ich kann doch wieder hier runterkommen. Maus. Der war schon tot, den muss nicht noch zerlasern. Oh, da hinten ist noch der einer. Kommt, ja, der kommt woanders. Da. Uff. Trophäenjäger, was? Ja, weiß ich nicht. Kopfschüsse oder so. Möglich. Also, wir haben drei Schwämme und vier Wackler. Das ist unglaublich leicht. Das ist so einfach. Ja, die Ruderfiguren hier. Also, ja. Braucht man das Endstück hier gleich weiter oder wollen wir noch ein bisschen Weg blockieren? Ich meine, rein so. Theoretisch kriegen wir die problemlos von Hand noch weg. Naja. Ja, machen wir das auch erst, oder? Jo.
Ja, Loki mal so ein bisschen. Ich überlege gerade, wo kommt denn was raus? Die Scheine kommen da raus, dann versuche ich mich an die Wagda zu klemmen einfach. Oh, jetzt laufen sie wieder anders. Oh. Klar. Warum haben wir die jetzt hier im Kreislauf? So, okay. Egal. Wie jetzt ich euch kenne, ihr wollt euch um die Schwimme kümmern, wie ich euch kenne? Ich, ja. Ja, dann versuche ich die Wackler abzuhalten, möglichst. Okay, wobei, also, Moment. Ist eigentlich die... Ja, aber er trifft doch nicht so selten. Ich sagte doch immer, der trifft damit doch so ungern. Er trifft damit so ungern. Ich will sie nicht treffen. Das sieht so süß aus, ja, ja. Break nochmal ab, wenn du Lust hast. Ja, die sind schon drei. Ach so. Also wollen wir los, oder? Die Bienen sind noch nicht drei. Die was? Ach, die Bienen. Ja. Wir hatten noch die Bienen verstanden. Hier. Ja, dann machen wir es auf drei. Dann hört mir halt zu. So. Halt, wenn jetzt auf drei ist, dann brauche ich. Dann muss ich noch eine Mine. Ah. Danke. Los. Mit jedem Level kriegt das eine neue Mine. Deswegen muss ich die jetzt alle hin und her transportieren. So, jetzt okay, können wir. Ready. Jetzt will ich nicht mehr. Aber jetzt bin ich runtergefallen. Oh. Ja, hallo, ich treffe den genau und der kriegt keinen Schaden. Was für mich? Du kommst klar? Schon. Wenn ich nicht verstehe. Ja, das ist ja ein bisschen dumm, oder? Ihr könnt euch darum kümmern, aber okay. Ich bin einfach den hier beschäftigt. Ja. Ui. Warum hängen die beiden Soaker eigentlich da? Weil die Damage fressen. Warum bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das im ersten Testrun problemlos geschafft haben? Haben wir nicht, wir haben nur die erste Wave gemacht. Wir haben die ersten beiden gemacht. Haben wir? Ich bin mir ziemlich sicher. Dürfte ich für den Raketenturm stimmen? Ja, ja, mach du mal. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich gerne einen Flow im Prinzip. Pack den woanders hin. Da wäre halt ein ziemlicher Schlüsselpunkt gewesen. Deswegen steht da jetzt die Kanone. Hier ist auch ein Schlüsselpunkt. Meine Fresse, packt da eben das Teil hin. Dann packst du den Flow eben doch dahin und dann tue ich hier die Kanone wieder dahin. Laufen sie alle unten lang. Warum auch immer. Fakt ist eben, was das eigentlich hier durchkommen müssen. Nein. Vor allem der eigentliche Weg, den die gehen, der differenziert sich halt doch immer wieder, Alter. Ah ja. Also bei mir laufen die hier ganz unten lang. Ja, auf dem Bild. Jetzt auch. Stimmt auch. Die laufen aber nicht immer alle da lang. Kann vielleicht jemand die Kanone noch upgraden? Ich hab kein Geld mehr. Ich meinte doch nicht dich mit jemand.
Ja, ja, lass mich jetzt mal. Nervt mich, dass die da lang laufen. Tun sie wahrscheinlich im Endeffekt nicht mal. Das habe ich gerade versucht zu erklären. Ja, ich weiß, dass die immer woanders hinlaufen, aber wenn die Möglichkeit von hier unten lang laufen, dann entgehen die all unseren Türmen. Ja, aber du kannst die nicht dazu bringen, da nicht lang zu laufen. Da muss mehr Geld rein. Ja, chill halt. Hast du gesehen, was gerade passiert ist? War ja eigentlich nicht jetzt erst. Na, das war's jetzt. Du kannst hier nicht nur einen Weg bauen, das geht hier einfach nicht. Ich versuche mich um die Fliegeviecher da hinten zu kümmern. Okay. Versuche ich mal hier die kleinen Dinger. Ich bin auch gerade an den Schwebern. Den Schwebern komme ich eigentlich gut zurecht, also. Ja, ich versuche gerade die Schnorchelkontrolle zu sprengen. Mir macht der Kampfläufer Sorgen. Oh ja. Wo ist denn der gerade? Was? Ja, die Mine hat ihn ja in das Netz umgebracht. Rhinos. Dafür ist unsere Strecke viel zu gerade. Aber die halten nicht allzu viel aus. Ah, by the way, hatten wir nur eine rote Mine? Oder haben wir bisher nur eine gefunden? Ich habe die anderen noch gesucht. Ah, okay. Aber dann wurde ich ja dazu gezwungen, die Türme zu bauen, also musste ich abbrechen zu suchen. Deswegen will ich es jetzt tun. Ja, warte mal. Jetzt können wir ja die Türme selber bauen. Was hätte gereicht, wenn du die Türme uns gegeben hättest und Vietnam weitergebaut? Ja, das hättest du mir auch sagen müssen, so. Das ist doch nein. Logisch. Einfach nein. Wenn du sagst, ja, wir müssen Türme bauen, dann komm du mal her, dann heißt das nicht, wir müssen Türme bauen, also wir müssen Türme bauen. Du musst zwischen den Zeilen hören. Das hat den Pfad wieder verändert. Aber irgendwie auch. Zum Besseren. So, 100 irgendwo rein. Wieso hast du eigentlich 49? Wie kommst du auf so eine krumme Zahl? Das schaue ich auch die ganze Zeit gerade, aber ich habe keine Ahnung. Ah, ich habe den Minenturm um 1 aufgecharged. Ah. Es gibt 4 Stück eigentlich, ne? Normalerweise immer von den roten Minen. 4 oder 5 sogar. Ja. Ja, 3 habe ich gefunden insgesamt mittlerweile. Okay. Bei den anderen keine Ahnung, wo die genau sind. So. Gut, wir haben jetzt wirklich nur die Rhinos.
Und von da. Acht Schweber. Okay. Also 8 Panzerschweber meine ich. Naja. Die haben eigentlich auch alle Namen, aber. Keine Ahnung. Ja, Floater. Das glaube ich. Mistviecher sind das. Also ich kümmere mich ein bisschen um die Schweber. Dann gehe ich auf die Arenos. Ey, ebenso. Ich habe eigentlich einen guten Platz hier, finde ich. Aber wir werden eh beide von den Schäbern sofort runtergekickt, also. Nicht, wenn keiner da sich vor denen stellt. Du hast übrigens noch Geld. Ich weiß. Aber es war doch alles relativ maximiert. Nein. Da hat noch was gefehlt, genau. Da hab ich die 49 Punkte. Aber sonst ist nichts mehr zum Upgraden, oder? Doch. Ja, stimmt. Der Blitzturm. Okay. Dann upgrade mich halt. Mir auch recht sein. Hast du jetzt einen Knopf zum Sturmschalten? Nein. Schade, ich hol mein Geld zurück. Booms incoming. Die haben mich beide getroffen. Die Schwere haben es doch auch nicht abgesehen. Alter, können mich die Schwere mal in Ruhe lassen? Ich möchte den dünnen Reno vielleicht kaputt kriegen. Was, wo ist denn Reno durch? Oh, diese betäubende Kern, der ist echt geil. Dezent. Ja, noch mehr Schweber. Der Kern hält sich aber auf dem Level so ein bisschen vom Leben her, ne? Oh. Haben wir keinen heilenden Kern? Doch. Meine ich ja. Er wird im Angriffen, der regeneriert nur 1000. Boah. Eine Gauss? Ja. Boah, doch.